Ja, hallo und so und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Unstable. Mit dabei natürlich, wie immer, ist der Swifty Ja, hallo. und der kleine Major. Unstabil. Und aber Unstabil. voll unstabil. Genau. Ja, und Ich mache mir jetzt ein paar positive Dinger her, damit ich negative Dinger herstellen kann. Okay, du Ja. bist am Pattern. Ich bin am Pattern. Am Richtig. Pattern. Ja, und ich, ob ihr es glaubt oder nicht, war jetzt in der Zeit, wo wir gar ein bisschen eine Pause gemacht haben, das war jetzt eigentlich nicht lange, wenn man ehrlich ist. Das waren, wie lange war das? Halbe Stunde Halbe Stunde, ungefähr. ja. War ich ein bisschen farmen und hab zufällig so ganz cool Diamanten gefunden und kann jetzt mit meinem Lagersystem anfangen. Das heißt, Diamanten, Redstone habe ich alles über kurz Strip meinen und hab da jetzt hier unten schon ein bisschen angefangen mit meinem, da wird mein riesen Lagerraum gemacht, gebaut. Irgendwie so. Und ja, muss man da jetzt einige Sachen craften. Und da brauche ich die ganzen Sticks, brauche ich, da habe ich meine. Ich habe eh nur zwei Stück, mehr waren sie nicht. Ich brauche zum Glück genau zwei Stück, damit ich euch einen Teil davon mal zeigen kann. Das ist so geil. Ja, praktisch. Das erste, was ich machen kann, ist, also machen muss, ist von Buildcraft und zwar von Energy, von dem Mod. Und zwar brauche ich eine Redstone Engine, also einen Redstone Motor. Und ja, habe ich jetzt Glas herunter oder habe ich Glas nicht herunter? Glas, glaube ich, habe ich nicht oben lassen. Da muss ich mal schnell Glas holen. Das ist nachher hoffentlich auch besser, wenn ich meine Einteilung dann habe und mein Sortiersystem. Dann brauche ich nicht da und auf und wieder runterrennen, sondern dann kann ich das wirklich praktisch da im Untergeschoss machen, wenn das da einsortiert wird, automatisch. So, Machst Glas haben wir einfach mit. alles in eine leere Ritze, das sortiert sich dann hin. Genau, das Soll man sortiert sich gerade dann pennen gehen? selbstständig aus. Ja, können wir mal gleich machen. Ich Ich bin war gerade gerade im herum, ganz Keller von ihm, ehrlich. habe ich nicht mitbekommen. Brauche noch unbedingt Aluminiumerz, ich weiß nicht, wo ich das herkriegen soll. Ich habe gerade ein bisschen was gefunden. Ich hab meine Aluminiumbeeren zum Glück jetzt, also. Ja, meine sind noch nicht so weit, die müssen noch wachsen, das sind noch kleine Bärchen. So, ah ja, perfekt. Und ich bin schon wieder ausgeglitscht. Das ist so geil, jedes Mal wieder. Werde ich draußen, ich muss dann mein Bett woanders hinstellen. Wenn ich herum Platz hab, dann ist das kein Problem. Ah ja, siehst, apropos Bären. Ich hab nämlich jetzt mal gegoogelt, hab nicht wirklich was gefunden. Jetzt habe ich dann einfach irgendwie probiert und selbst wann. Hey, hallo Skelettchen? Was tust du denn in meinem Keller? Couchsurfen. Arschloch. Couchsurfen, genau. Okay, das heißt, ich muss da definitiv ein bisschen heller machen. Aber Was? Meinst du was? nur? Was ist Ja, in der das ist. Steckdose? Und habe halt darin meine Bären gemacht und die Blöcke, wo es nicht gegangen ist, da habe ich einfach dann einen tiefer gekommen, beziehungsweise irgendwo sogar zwei da. Und da ist dann wieder gegangen zum Ansitzen. Wieso? Ja, Muss keine wahrscheinlich nach Ahnung. oben wachsen oder so. So weshalb warum? Keine Ahnung. Und ich schaue, ob das jetzt so mit der Aufteilung funktioniert. Das schaut ganz gut aus. Die Bären da. Der ist jetzt am schnelleren gewachsen. Der im ganz dunklen, aber siehst du, ganz dunkel und es spawnen hier sofort Skelette. Au. Und wenn man ankommt, dann stechen die nämlich die Arschlochdinger. Miesen. Das heißt, es ist mir wahrscheinlich dann relativ wurscht, die werden da ein bisschen Licht machen und halt dann wahrscheinlich auf ein bisschen Ertrag verzichten müssen. Aber das ist ja nicht so. Das ist so tragisch ist dann auch wieder nicht. Immerhin. Ja, eben. So, und wir bauen jetzt den Redstone-Motor, haben wir gesagt. Und brauchen dazu nur ein paar Sticks mehr. Was kann man eigentlich noch mal mit den Scherben machen? Dann brauchen wir Zahnräder, Holzzahnräder, Können zwei Sie keinen Stück. Bogen herstellen? Habe ich gesehen. Was kann man? So, was kann man? Was kann man mit den Scherben herstellen? Mit Also welchen Scherben? Feuerscherbe, Luftscherbe und so weiter Keine Scherbe. Ahnung. Mit dem habe ich mich selber noch nicht beschäftigt, wenn ich ehrlich bin. Weil, wie gesagt, ich bin Die sind da von Towncraft. Redstone Motor und. Ich muss nur schauen, weil ich mir da jetzt nicht mehr sicher bin. Geh was? Hallo? Das wollte ich jetzt eigentlich überhaupt nicht. Ich wollte eigentlich nur schauen, wie man. Ah ja! Oben, links, rechts, Stein, Eisen, das haben wir ja alles.
Das heißt, gut. Ich brauche noch ein bisschen Eisen. Ja, ich muss Aluminium farmen hier. Scheiße. Nicht so toll. Ich habe 5 Erz. 5 Erz? Wo ist der Major? Wo ist der Major? In Le Keller. In Le Keller. Jetzt kann ich meine Zuschauer Le Keller zeigen. Genau. Und ich baue dabei einmal da bei meinem Ding weiter. Das heißt, ich brauche da die Dinger. Dann brauche ich da das. Wie ist dann gewesen? Dann war da das Eisen und wann ist das? Jawohl, wir haben den Pisten. Ein Pischen. Und was für das ist das ständig Pistons, kann mir aber nicht merken, ob Eisen oder Redstone oben, also in der Mitte ist. In der Mitte ist Eisen. Gut, das heißt, wir haben den Motor eigentlich gleich fertig. Wir brauchen jetzt im Prinzip nur mehr so den Pisten, dann da ein Zahnrad, da ein Zahnrad. Irgendwas war irgendwas. Ah ja, da das Eis, das Blöckchen und dann oben drüber. Ja, Redstone-Motor. Redstone-Engine. Ja. Der Beginn von etwas Großem. Ja, wie man sieht, kriegt man gleich wieder Achievement, ist geil. Was ich jetzt natürlich für den Redstone-Moodle auch brauche, ist eine Redstone-Fackel. Die ist natürlich überhaupt kein Problem. Dass das Ding läuft. Das passt dann auch soweit. Und jetzt hoffe ich, dass ich weiß, da brauche ich nämlich jetzt die Tubes, brauche ich auch noch. War das so? Ja. Nein, die weiß ich jetzt nicht mehr auswendig. Muss ich nachschauen. Wieder spannen. Hallo, ein Chopper, so. Und das ist einmal der Motor, der saugt man dann vom der Kiste praktisch die Items raus und schmeißt sie runter in die Verteilerei. Aber das zeige ich dann beim Aufbau. Jetzt da wir das Ganze craften. Da waren die Rohre nicht Glas und 2 vom Block, wo du brauchst? Ja, irgend sowas. Ich bin mir aber jetzt nicht mehr sicher. Da gehst du auf Buildcraft Transport. Melze. Und wenn ich jetzt sage, ich will die Cobblestone, dann. Ach so! Ja, gut, okay, ich habe das jetzt ein bisschen komplizierter gemacht. Weil so geht das mit Holz nämlich auch. Das heißt, ich tue da Holz und Holz. Und in der Mitte ein Glas. Dann kriegst du 8 von den Dinger. Mehr brauche ich als Holz dabei sicher nicht. Und von den Steindingern können wir gleich mehr machen. Dann machen wir jeweils 5. Das geht nämlich da schon aus. So. Ich bin ein Vollkoffer. Gut, jetzt haben wir 48 von den Holzdingern. Das war schon mal Vorrat, auf jeden Fall. Ah, sehr schön. 4, 5. 5. So, ja, und von den Holz haben wir auch 40, also von den Steinen haben wir auch 40. Und jetzt, was ich mir noch anschauen muss, was ich natürlich nicht mehr auswendig weiß, ist die Weichen. Wisst ihr, wie die zufällig geheißen hat? Diamant was? Transport Pipe, oder? Nee. Ja, könnte ja sein. Genau. Damit kannst du aufteilen. Sicher? Ja. Alter, ich schwör. Ja, ja. Transport, scheißen Dreck, Diamant Transport Pipe. Ist mir Transport Pipe, ja, Diamant Transport Pipe. Nicht der Diamant Kniespipe? Jetzt machst du mich durcheinander. Ja. Ich bin mir jetzt auch nicht mehr sicher. Ich hab das noch nie gecraftet. Also die Transport-Pipes schon, aber die Aufteil-Pipes nicht. Okay. Ich meine, es ist im Prinzip relativ wurscht, wenn es nicht geht, dann brauche ich nicht dabei der Diamant-Transport-Pipe. Aber die gibt's aus allen Sachen. Die muss nicht unbedingt. Dort haben wir das probiert. Mit Stein kannst du das nämlich anscheinend auch machen. Das heißt, ich müsste da eine Steinpipe drin da und dann habe ich nämlich so eine Kniespipe. Und was tut die? Das heißt, jetzt einfach einmal zwickst, dass man es probiert. Haben wir da die normale und achso, das verbindet sich gar nicht. Yay, Schaufelkopf.
Und jetzt Schwert. So, drin im Ofen? Okay, natürlich verbindet sie schon. Ja, es läuft. Und wann ich dann... Ich meine, ich opfer jetzt meine Diamanten und probiere es. Nix Garantie. Ja, zu spät. Und? Wenn das jetzt nicht stimmt, dann kriege ich wahrscheinlich einen Schreikrampf. Alle Zuschauer bitte die Ohren zu halten. Oder einfach kurz muten. Ja, nein, oder stimmt. Muten. Ellie rastet gleich aus. Es stimmt. Keine Gefahr, wir können durchatmen. Das heißt, rein theoretisch brauche ich dann eine von den Dinger drauf und dann kann ich da in alle Richtungen mit, ja, da seht ihr es dann schon mit den verschiedenen Farben, da kann ich in alle Richtungen wegfahren. Sehr schön. Aber ich bin ja faul, ich mache das dann wahrscheinlich wieder relativ einfach, sage ich jetzt einmal. Ohne viel Aufwand. Weil ganz jetzt Dinge werden wir... Da drunter werden wir dann... So, den Tisch noch. Brauchen wir einen Platz. Das heißt, ich put da mal meine Redstone-Fackel. Dann brauche ich einen Redstone-Motor. Ne, das war aber definitiv nicht so gewollt. Und was beiden denn am schnellen wieder? Ah, okay. So, was kann ich für eine schöne Brille? Au! Bis runter. Bis ganz runtergefallen. Gut, dann kommen wir uns da schnell noch. Ist ja wurscht. Können wir eh wieder machen. Au. Ja, Kobalt oder die? In der Tasche. Hey, haben wir in der Tasche gehabt. Was sagt denn das keiner? Super. Weil, dann tue ich da in diese Ecke eine Chest. So, nee. Unter diese Chest. Ohne eine Kiste. Ja. Und das Holzding, hoppala. Bücken. Bücken, habe ich gesagt. Siehst du das? Bücken! Und da sollte jetzt eigentlich der blöde Motor drauf kommen. Jawohl! Und er läuft. Cool. Wohin und läuft dann? Wo? Ja, Pech. So. Ich habe schon mal die Negative hergestellt, jetzt brauchst du noch Eisen, um das Zeug gießen zu können. Gut. Und ich werde da jetzt hier unten dann mal einen Block, irgendeinen Block setzen, dass ich da rauf kann. Und werde dann da oben mit Stein und Stein und Stein und Stein und Stein. So, und Moment. Nee. Fehler im System. Das ist gar keine Rüstung. Scheiße. Gut. Oh, es ist wieder dunkel. Bitte. Aus der Tür raus, direkt rumgedreht ins Bett. Hilfe, dunkel. So viel zu dem, aber das war jetzt eigentlich scheiße von mir, weil jetzt kann ich das nur mehr machen. Fuck. Warum? Ich brauche nämlich einen Kreislauf. Jetzt bin ich schon wieder draußen. Jedes Mal wieder. Das heißt, ich baue mal die Kisten da ab und habe keinen Platz mehr in meiner Tasche. Ich glaube, das muss ich jetzt irgendwo einsortieren. Weg. Naja, das lassen wir da. Weg. Na, ja, da rein. Weg. Zu viel Geräusche. Weg. Eddie ist ein Quickie Quick. So. Ne, ich bring gerade mein komplettes Lagersystem, was ich mir gehabt habe, durcheinander, damit ich es dann wieder aufbauen kann. Okay, alles wird gut. Diese Logik, oder? Sie. Da können wir noch schauen, ob man. Kann man Glasscheiben im Boden einbauen? Wahrscheinlich nicht, gell?
Doch, geht bestimmt, du kannst nicht wirklich laufen drauf. Halt, da Klar, Scheiben nicht, glaube ich. Also, ja, das wären ja dann die Dreiecke, ne? Die Kreuze. Die Kreuze? Wenn die Glasscheiben auf dem Boden platzierst. Dann verbinden? Oder nicht? Weiß ich jetzt nicht. Hilfe! So, da kommen wir uns jetzt einmal auf. Bis wir. Freiheit! Achso, weiter wird die gar nicht. Was, sind wir schon über 15 Minuten dran? Ja, eigentlich schon. Das war scheiß. Das ging ja gerade eben haben wir doch erst angefangen. Das heißt, dann werden wir kurz einmal einen Cut machen. Da, dass wir kurz durchstarten können. Also dann, wie gesagt, das hat mich gefreut, dass ihr mich gesehen habt. Ich hoffe, ihr seht uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch was. Tschüss mit euch und ciao mit da. Bis zum nächsten Mal, Mann. Spielt heute und sieht sich. Tschüss. Was schon wieder ein Verabschieden? Ah!